ist der denn da runtergefallen? Ja. Twitch! Amen. Lindel. Ja. So, jetzt gucken wir den mal. Also, was habe ich denn? Was habe ich denn alles? Ne? Ausrüstung. Inventar. Was haben wir denn einmal? Wir haben einmal Radagons Narbensiegel. Radagons Wundsiegel. Wir haben Marikas Sore Seal. Wir haben Marikas Wundsiegel, was kein Legendary. Eins von den beiden ist auf jeden Fall nicht so legendary. Wo ist denn hier das, ne? Moon of Noxtella hab ich. Ist abgehackt. Old Lord's Favor. Oh, ne, Old Lord's Talisman, nicht Old Lord's Favor. Gestern schon ein Talisman, ne? Ah. Angriffe von Talenten deutlich. Godfrey's Ikone. Godfrey. Verstärkt Godfrey war ein wilder Krieger, als er den Thron des Fürsten bestieg, lud sich den Bestienregenten Serosh auf die Schultern, um seine rasenden unschuldbare Kampfes zu zügeln. Okay. 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 Dragon Crest Great Shield Talisman. Was ist denn Dragon Crest Great Shield Talisman? Da muss ich gucken, wie der aussieht. Die ersten vier habe ich schon mal. Der sechste auch. Ja, Helix Tree. Old Lords Talisman und Eltree's Favor. Wo bin ich denn denn? Wo bin ich denn denn? Eltree's Favor müsste ich doch haben. Kommt mir doch bekannt vor. Also, ja, Eartree's Favor. Fuck, plus 2. Fuck. Auch das plus 2, nicht das plus 1. Das ist das Problem. Ja. Eartree's Favor. Old Lord's Talisman. Sieht mir aber nicht so nach aus, als ob ich den hätte. Wo ist denn der? Enormously reduce physical damage taken by 20% player can. Okay. Alphael, Brace of the Helic Tree. In a chest on an elevator platform inside the large building on the northeast, guarded by several paths. What's an path? Fuck. Damn. Welche Grace? Breath of the Hell. Drainage Channel. Abwasserkanal müsste das sein. Ja. Autsch. Drainage Channel.
Mittlerweile ist ja auch Nacht geworden. Bestienklauen groß haben. Königliche Bestienklauen. Drachengroße Talisman, jetzt muss ich mal kurz gucken. Inwieweit der denn besser ist. Enorm. Oha. Stimmt, ich bin ja im Kampf. Okay. Dragon Crest Great Shield ist schon mal fertig. Das war um Azula und Great Tree's Favor. Wo ist denn der? Plus 2. Leandell. Ashen Capital. Cordia. Guarded by 3 lesser ulcerated trees. What? Der andere war so geschockt, dass ich seinen Kumpel einfach sowas von zerschmettert habe.
dass ihm einfach der Mund offen stehen blieb. Ja? Ja. Wieso bin ich da eigentlich runtergesprungen? Wieso bin ich da runtergesprungen? Kann mir das jemand erklären? Wessen Idee war das? Könnte ich statt dem Medaillon ich Earthree's Favor dann draufpacken? Und das ballert dann auch meine Ausdauer nach oben. Etwas, was ich eigentlich möchte. What? Ich dachte schon, ich muss es gegen Rick kämpfen. Ach, Stefan Malt wieder Rollo. Plumpe Person. Okay. What? What? Was war das? Warum bin ich auf einmal hier? Bin ich in die falsche Richtung gelaufen oder was? Nostaltos. Eine Rune wird hier aktiviert.
Vorsicht vor Hintern halt. Mucksgruserone. Okay. Morgoths große Rune. Oh, da komme ich nicht mehr lang. Ist Bock eigentlich noch da? Ja. Bock, this seems ready to make a just. Going, please. Bock, the theme star. The theme star. Ich glaube, wir waren den vorbei. Ich habe keinen Bock auf den Kampf. Ich habe keinen Bock. Aber er ist auf dem Pferd. Oh. Er schießt die ganze Zeit seine Armbrust auf mich. Ich musste mich wehren. Notverteidigung. Selbstverteidigung meine ich. Was ist denn diese Notverteidigung?
Borg the Themester. Okay, hier muss noch irgendwo ein Dritter sein. Gunst des Erdenbaums. Klopapier. Nice. Okay, jetzt habe ich den auch. Leyndell Ashen Capital. Blessing of the Earth Tree. Earth Tree. Wie viel habe ich da? Ach komm, scheiß auf ein bisschen. Und Ausrüstungsgewicht. Yay! Yeah! Oh, nee, das war ja Halligbaum.
Ich muss ja nach Farum Azula. Muss irgendwo da drüben. Tempeldachbad. Ich muss dann doch auf der anderen Seite anfangen. Ich muss hier drüben anfangen. An der großen Brücke. Zack, 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 zack. Okay. Oh, die Wahl sind Klopapier, Klopapier. Das habe ich hier doch gar nicht gesehen. Oh fuck. Ach, sehr. Böse. Böse, böse. Wann ist denn der Kriegsmeister hier aufgetaucht? Der Warmaster. Master War. Recusant Bernal. Mit den schicken Schuhen. Okay. Bin ich jetzt extra nur wegen dem da runtergesprungen, oder? Anscheinend, dann gehen wir nochmal zur großen Brücke. Beastman. Die sind tot. Ja.
Ha. Tja, Bernal. Das war's wohl mit dir, ne? Blasphemische Klaue. Verschlingert-Zepter. Talisman des alten Fürsten. Okay, jetzt finden wir doch nur noch irgendwo eins, oder? Legendary Talismans. Godfrey Aragons. Ach, Radagon Icon. Ah. In Raya Lucari, oh no. Die Bettperle. Ja. Raya Lucari, ja. Warum die Debatte? Oh fuck. Die geben ja 5000. Hab ich ganz vergessen. Egal. Egal. Oh hey, Stärke. Nice. Nice. Nice! Na 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 na. Aha, legendäre Talismane. Goldene Rune 4. Oh, wow, okay. Und jetzt gehen wir noch dahin. Und dann gibt es da noch einen See mit einer Höhle, in die ich noch reingehen will. Denn da gibt es auch noch ein Schwertchen, das ich mir holen wollte. Ja, 36 Minuten im Stream, okay. Ah, die War Receptor, nice. There's a kill misbegotten Crusader in Cave of the Forlorn. Hab ich das?
Ich glaube nicht. Nee. Ah, stimmt. Stimmt, Cave of the Forlorn, da wollte ich jetzt gerade hingehen, ne? Runes Greatsword, Mythicated Warrior, Eclipse Chatel habe ich, Graft Blade, Greatsword. Little Flame, Helmer, Dark Moon, Devourer Scepter, Golden Order Greatsword und Bolt of Grandsax. Bolt of Grandsax fehlt mir. Das einzigste, was ich nicht habe. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. The Forlorn and the Misbegotten. Er wäre jetzt einen Millimeter tot. Warum kann ich hier was rufen? Also Mr. Krabs, du wolltest es ja nicht anders. Du wolltest, dass man dich tötet. Oh, America's Oh. Pelipus, Tentaculus. Ich raste einmal kurz. Und dann. Ist einiges wieder im Lot. Oh, das ist ein Drache gewesen. Hier unten stehen Quallen auf dem Kopf. Quallen allen. Das sind diese Dudes hier.
Heldenrunde 2. Nice. Okay, ja. So, da komme ich doch her. Und erstens mal raus. Oh ja. Okay, das ist eine Tote. Okay. Die Person voraus. Wo komme ich denn jetzt weiter? Da war ich doch schon, da war ich doch schon. Ah, oder komme ich von da? Ich bin mir nicht sicher.
Das ist ein bisschen schwierig hier. Ich habe halt keine wirkliche Ahnung, wo ich hier hin muss, ne? Das gefühlt mehr Labyrinth als sonst was. Und meine Müdigkeit ballert halt richtig. Gerade. Und die stellen da doch nicht so viel hin. Wenn es da nichts zu entdecken gäbe. Was ist denn hier der Runenbogen? Nein. Fahrten kann ich auch nicht. Muss ich mal gucken hier. Golden Order Great Spear. Okay.
Okay, ich höre Gegner. Sieger voraus. Ich dachte, ich bin im Moment, ich wäre Matsche. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie aktuell gerade gar nicht mehr bei der Sache. Hä? What the fuck?
Ich muss da jetzt, ganz ehrlich, ich gucke mir da jetzt einfach schnell ein Video an, wie ich zu diesem Boss komme. Weil ich hab absolut null Plan. Ich verlaufe mich hier die ganze Zeit bloß. Oh Gott. Aber ich glaube, danach mache ich, glaube ich, mal gar nichts mehr, weil ich bin mittlerweile so übelst müde. Das ist unglaublich. Wieder Stadt bei der Grave. Lass da rüber. Wait. Der Typ, der springt jetzt irgendwo darauf. Hä? Wo ist meine Maus schon wieder? Ah, oh mein Gott, da muss man doch auch erstmal drauf kommen, Alter. Das sucht man da ja ewig. Ich will sowas nicht kommen sehen. Wir sind nach Hause. Ich bin ehrlich, ich hab das gerade gar nicht gesehen.
Aber ich bin auch in gewisser Weise momentan irgendwie leicht blind für manche Dinge. Also seht es mir bitte nach. Also ich bin tot. Fuck. Oh, mach ich jetzt mal. Nice. Holy shit! Ah. Okay, es ballert. Das Kreuzfahrer Scheusal ballert. What? One hit. Okay. Okay. Okay, mach halt diesen. Boah. Baller den Heiligschaden, Heiligresistenz nach oben. Großschwert der goldenen Ordnung. Nice. Jetzt fehlt mir nur noch eben. Jetzt müssen wir nochmal zurück. Jetzt müsste mir eigentlich nur noch eins finden.
1 fehlen. Bolt of Grand Sex. Got another great set device. Ja. Okay. Da fehlt mir halt nur noch eins. Komm, ich probier's es einfach noch. Er ist zurück, der Fürst ist endlich wieder zurückgekehrt. Unser allererster Fürst ist zurück, um erneut den Eldring zu führen. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Die ganzen Fingerleserinnen, die sind alle dead. Dead. Heilung des Erdenbaums. Da vorne ist sogar ein Pfahl. And hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. But what have you done? Alas, I am returned. To be granted audience once more.
upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Ja. Ich habe sehr edel gekämpft. Gegen den Giga-Elden-Chat. Ich werde aber nicht meinen Dings rufen. Mein Mimiktier. Da habe ich tatsächlich einen Plan, den ich hoffentlich umsetzen kann. Ich habe ihm halt einen Treffer zugefügt. Wieder. Ne? Das ist. Man! Ich weiß nicht. Ich will ihn ja eigentlich so in der Phase runterballern. Auf halbe Leben, damit er dann in die nächste Phase geht und dann will ich meinen Dude beschwören. Weil ich glaube, der ist sonst fast dead, wenn ich in die Second Trace gehe mit ihm. Godfrey, der schwingt ja halt auch seine Axt immer. Der Dark Souls 3 Angriff. Man, weich halt aus. Ich drück halt so oft auf Ausweichen und er macht es halt nicht.
Fuck. Oh, ohne Witz. Das war bis jetzt der beste Try. Der vierte oder so. Ich muss das echt gut timen. Ich muss das hier echt gut timen. Mich würde mal eins interessieren, aber wenn ich hier das, wenn ich das weg tue und das macht halt weniger Damage, aber wenn ich hier Königin wiegt neugeborene Apostel in Tuch. Gar nichts, ne? Was heißt denn Gitterskalpe auf Englisch? Richtig? Zaubereien und Anrufung, okay. Habe ich mindestens Talisman? Tatsächlich nicht. Gottgen.
Godskin Squadron Clove. Okay. You can use talismans. Only for. Represent plus flat 30. Okay. Guck mal, wenn ich mir das jetzt draufballer. So, ah, okay. Ja, ich verliere schon ein bisschen. Bisschen was. Aber ich will mal gucken, ob das wie das ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel mich das heilt. Ich hatte diese Stampfattacken. Fuck. Alter, der hat mich in so einem Block gerade. Der kriegt hier doch einen Buff von dir für seine Stampfattacken. Ja. Ich glaube, ich muss den beschwören. Und dann irgendwie, keine Ahnung, versuchen den down zu bursten oder so. Mal klingelingeling und dann einfach los. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Damage der so bekommt.
Komm, Waterloo. Nice. Okay. I've given thee courtesy enough. Giga chat mode activated. Oh fuck, jetzt kommt der Suplex. Jetzt ist er tot. Ich fand, es ist ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen wack. Also... ich fand das gerade echt irgendwo ein bisschen wack. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich glaube 20 Minuten oder so. Da war halt Melania halt weiter. Sie war. Ist ja gar kein Vergleich. Holy shit. Da war Melania wirklich kein Vergleich. Dafür, dass ich echt aktuell gerade total übermüdet bin. Und ich jetzt schon seit mindestens, ich glaube, 21 Stunden wach bin oder so. Schlage ich mich echt aktuell ganz gut. Wie viel kriege ich da raus? 3000. Ich wollte aber eigentlich noch nach Jabba kurz gehen und die Scherbe von Alexander abgeben. I'll begin my journey as a warrior. Wow. Cause insights
from Uncle Alexander. Thank you, cuz I'm a warrior jar, so I need to be strong. I can really have them. I understand. I'll get strong. Strong enough. I deserve to have Uncle's insights. I don't think I'll see you again. Warriors are supposed to work. Goodbye, and thanks for everything. I'll never forget you, cuz I'll never... Mal gucken, was ich von dem bekomme. Begleitergefäß, okay. Round table hold. Was ist das? Huaralu Erschütterer. Würde ich mir beim New Game Plus dann gehen wir Eldenthron und dann fordere ich Radagon raus. Radagon of the Golden Order. Es ist Amerika. M. Now it is Radagon. Damn it, Alter. Okay, ich muss definitiv mein Mimiktier beschwören. Gegen ihn. Und ja. Und dann muss ich gucken, dass ich ihn halt einfach downburste, damit ich bis zum Elden Beast komme. Damit es hier ein für alle Mal zu Ende ist.
Kann das nochmal die Cut ziehen? Ja. Alter, der macht halt Damage, der Typ. Wenn er mit dem Zirfwasser hat. Komm, end it! Bam! Und jetzt kommt Elden Beast. Wie oft bin ich gestorben? Einmal. Radagon, easy. Erstmal, jetzt kommt der wahre Boss. Der war nur ein Vorgeschmack. Ich dachte, ich brauche irgendwie 4 Stunden oder so, um das durchzuspielen, aber tatsächlich nicht. Defendant of the Greater Will. Wieso ist da immer überall Wasser eigentlich bei sowas? Ich hab da keine Ahnung, was das Leuchten gerade gemacht hat, aber... Wieso muss ich das eigentlich immer warpen?
Alter, was sind das für komische Lichter? Fuck. Au. Ach, scheiße. Ich hätte einfach rennen sollen, statt ausweichen. Einfach rennen, statt ausweichen. Ich hätte sogar fast gefirstried. Holy shit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so gut mache. Ach komm, ich probiere jetzt. Ich probiere jetzt mal das mit diesem komischen Göttertuch aus, ne? Was macht das versteckt? Wirken von Wurftipp. Oh, okay. Die Schad von Alexander habe ich trotzdem noch. Komm, Mr. Flimsy! Ach, fuck. Hat der sich eigentlich den Imitator drehen? Ich glaube nicht. Weil sonst hau ich da einfach den Shot auf Alexander mit rein. Ah, nein. Nein. Stimmt. Ich kann ja... Ah, Mist. Ich kann den Talisman nicht ausrüsten. Damage. Besiegen von Gegnern. Ne, erhöht die Angriffskraft. Ich probiere das einfach mal. Ach, dammit. Da war ich echt greedy. Und er stolt halt einfach rum. Ach, okay. Bleib einfach bei diesem blöden Tuch.
Alter. Ja, jetzt ist er tot. Bringt mir aber auch nichts mehr. Alter. Ich habe das Gefühl, dass er halt einfach krasser ist als das fucking Elden Beast. Sollte ich nochmal so ein... Sollte ich ein Heilig? Resistenzen erhöhen ist halt eigentlich immer am besten. Ne? Hat denn der hingeschlagen? Holy shit, Alter. Fuck. Wo hat der nur hingeschlagen? Das habe ich jetzt... Okay. Imitator Trainer hat mehr als 50 Leben, 50%, das ist schon mal sehr gut. Komm, jetzt überspringen wir das mit dem Elden Beast. Oder besser gesagt, eine Appearance auf der Elden Beast.
natürlich dachte, jetzt kommen wieder diese Luftgeschosse, aber... Nein, das tut es nicht. Oh. Bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich! Ah, da hinten. Komm, Elden Beast. Wieso muss es eigentlich immer so hässlich ausweichen? Oh, seine Stance ist gebrochen. Schnell! No! Es hat auch nur noch ein Leben! Oh-oh, oh-oh. Fuck. Boulder! Ja! Boulder! Elden Echo. Ja, man, Elden Ring durchgespielt. 2 Stunden habe ich noch dafür gebraucht. Für den letzten Rest. Rani rufen. Ich kann aber auch gespaltene Marika berühren. Heilrunde des grausamen Fluchs benutzen. Ja, Mann. Ja! Who is the new Elden Lord? The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall.
find our age. The blessing of despair. Blessing of despair. Eldenfürst. Ja, was soll ich sagen? Was soll man noch dazu sagen, ganz ehrlich? Ich habe in kein Jahr gebraucht, um Elden Ring durchzuspielen. Ich bin stolz auf mich. Wirklich. Ja. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, dieses Spiel zu spielen. Wie in guten, so in schlechten Zeiten. Bei einfachen wie auch schweren Bossen. Ich werde es offscreen nochmal zweimal spielen. Ich habe einen anderen Charakter, den ich dann mal ab und zu so spielen werde. Und ich mache halt mit ihm dann nochmal New Game Plus. Aber ich werde da nicht alle Bosse machen, weil ich habe keinen Bock, großartig jetzt irgendwie alle Bosse nochmal zu grinden. So. Ich mache einfach die, auf die ich Bock habe. Und dann boxe ich mich zum Ende durch und dann war es das eigentlich. Ja. Genau. Genau, so habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Und mal gucken, ne? Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht spiele ich dann am Ende auch mit einem anderen Waffe und anderen Set. I don't know. Ihr werdet es nie erfahren, weil ich werde es, wie gesagt, offscreen machen. Und ja. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt so hier spiele. Danach. Ich werde halt noch die Sachen dann erstmal fertig machen, die ich hier offen habe, vor allem Pathfinder muss ich zu Ende spielen, da muss ich mich mal beeilen. Das sind schon über 2 Jahre, sitze ich da dran. Und ja, ne? Ich werde die Credits jetzt nicht durchlaufen lassen, denn ich habe da kein wirkliches... Reise 2 beginnt. Wenn ihr jetzt neu beginnt, könnt ihr die Reise 2 später an der Tafel... Oh, nein. Okay. Oh, ich habe 500.000. Ich weiß nicht, ich würde noch meine Echos duplizieren wollen. Heiliges Reliktschwert. Was ist das? Marikas Hammer. Goldene Welle. Ein Ruhm der Vergangenheit und feuert ihn auf eure... Eine goldene Welle breitet sich fächerförmig vorwärts aus und durchschlägt alle Gegner im Wirkungsbereich. Ach komm, ich nehme das. Oh, Heldenausrüstung kann ich jetzt auch noch holen. Malekes Rüstung. Okay. I see. Das könnte ich denn noch verstärken eigentlich, ne? Das ist diese andere Frage. Was kann man noch verstärken? Ich weiß nicht, ob ich diese... Oh, Großschwert der Verpflanzung. Weiß nicht, ob ich am Ende die... Oh, ich habe es komplett aufgerüstet. Egal, kündige ich das Großschwert. Oh, Malikevs schwarze Klinge, die wollte ich eigentlich auch mal... Die rüste ich komplett auf. Na, was haben wir denn ansonsten noch so? Godfrey's Axt. Das Bastardsterne, ah ja. Köpfe der Familie. Ja, es gibt dann, glaube ich, mal nicht mehr so viel zum Aufrüsten. Also zumindest, was ich jetzt so direkt aufrüsten möchte. Großstadt der Goldenen Ordnung wäre noch interessant eigentlich.
Aber da fehlt mir der Glaube dazu. Ja, helfen Spitzensturm, Spitzensturm, I don't know. Könnte ich auch noch machen. Aber das mache ich jetzt dann einfach noch kurz offscreen. Dann würde ich an der Stelle sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch ein Follow da. Schaut euch YouTube vorbei, da gibt es nice Videos. Und natürlich Sunbros, Brace the Sun. Yo, bis zum nächsten Mal. Wenn ich irgendwas anderes weiterspiele, wie Pokémon, kann ich auch noch spielen. Oder Pathfinder oder Divinity mit Yannick. Oder irgendwas anderes, worauf ich gerade Bock habe.